Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Heute spielen wir wieder einmal Graveyard Keeper, Breaking Dead. Und, oh, machen einfach an unserem alten Spielstand weiter. Mit dabei bin ich, Soloatre, und die Leute, die hier im Stream zugucken. Ich werde ab und zu mal in den Chat rüber gucken und das vorlesen. Wir spielen wieder in Halbstundeneinheiten. Seit der Overmeer diese wundervolle Sanduhr gegeben hat, fällt mir das ja auch leicht. Aber die werde ich natürlich erst umdrehen, sobald ich hier drauf geklickt habe. Sonst ist es ein bisschen unfair. Schwupp. Da ist die Uhr gedreht. Schade, dass diese Sanduhr nicht auch ein Geräusch von sich gibt. Wenn sie durchgelaufen ist. Sollte sie schreien oder sowas. Was? Schon wieder keinen Platz hier drin. Diese blöden Holzstöckchen. Kann man die nicht für irgendwas verwenden? Na, hier kann man was damit machen. Ah ja, man kann auch so Trellises bauen. Solche Felder mit Stöcken oben drauf. Aber ich habe bisher noch keine Pflanze gesehen, bei der ich das brauchen würde, außer noch nicht mal beim Wein. Das ist ja gerade die Sache. Nicht mal da. Ich habe hier so unglaublich viel von dieser schrotteligen Erde. Brauche ich auch nicht. Ja, ich mach erstmal. Das kann ich hier ja gar nicht. Was mache ich mit den Stöcken? Ich meine, man kann sie in den Ofen schmeißen, ja. Kann ich hier nicht auch mal hier den Zaun reparieren? So unglaublich hässlich da hinten. Ja. Ja, man kann sie zerstören. Warte mal. So. Nein. Gib mir nur neun. Wir neun haben. Statt Menschenfleisch zu verkaufen, solltest du einen Saftladen aufmachen. Das Ganze ist schon ein Saftladen hier. Da muss ich nicht extra noch einen aufmachen. Ja, komm ja, Zombie angerannt. Angerannt und will ich belästigen mit mehr Holz. Gibt aber kein mehr Holz und dementsprechend muss er gleich wieder weg. Was habe ich mir hier unten noch aufgeschrieben? 4 polierte Steine und 4 Holzbalken. Ich glaube, die waren für das Urnenhaus und das Urnenhaus ist schon durch. Der Drops ist gelutscht. Das da hinten ist für die eine Bude, für diese, ja, wie heißt das hier? Ja, für die Snackbude bei der Hexenverbrennung. Ja, komm, ich sammle dich auch noch einmal. Snackbude bei der Hexenverbrennung und dafür muss ich hier Burger zubereiten. Da sind die Burger. Zwiebeln habe ich genug. Fleisch. Da kommen immerhin 4 Burger pro bei rum. 2 Brot. Ich sollte also schon mal ein paar Brote vorbereiten. Einmal Teig. Heute ist der Ofen so still. Bin ich traurig. Ja, wo ist hier Brot? Ist das Brot hier? Ja. Schon mal 4 Brote. Ah, wie viele Brote werden bei dem Burger? Oh. Heute ist Inquisitor-Tag. Das kann mir ja vergleichsweise Wurst sein. Guten Tag, Leiche. Ach ja, da ist doch eine ganz patente Leiche. Ich glaube, die tue ich auf dem Friedhof. Der kann ich immerhin potenziell 6, ja, 6 Punkte machen. Relativ wenig. Aber für jetzt muss es das halt sein, ne? Ich habe nicht noch ein Loch für die, oder? Nee, ich habe gerade kein Loch mehr über. Muss ich hier noch flott ein neues Loch machen.
Grabstätte, weil das eine pure Leiche ist und ich ja gucken wollte, ob ein komplettes Feld mit nur puren Leichen bedeckt ist. Ob man dann einen Extrapunkt bekommt. Extrapunkte, davon hatte ich zumindest mal gehört. Wisst ihr, was ich mit dem ganzen Blut machen kann? Also Blutwurst draus machen. Menschenblutwurst. Jetzt haben wir auf jeden Fall so viele Steine. Kann man da eigentlich Zombie-Steinbetrieb draus machen? Das ist aber schon der Steinschneider 2, oder? Ist hier? Ja, ist er. Gut. Dann muss ich mich darum zumindest schon mal nicht erkennen. Erfrischend. Korrekt. Burger. Ich wollte Burger machen. Alles. Ich glaube, die sind alle hier hinten irgendwie drin. Ja, da sind die Zwiebeln. Ich nehme jetzt mal 20 Zwiebeln mit. Ach, dass ich immer den Zombie aus Versehen dabei raushole. Kannst du nicht auch einfach so. Weißt du was, mach du neue Zwiebeln, ist mir jetzt egal. Bretter die Zwiebeln durch. Leg sie dir auf den Kopf. Soll mir doch egal sein. Mein Brot ist fertig. Aber ich denke, ich werde da mehr Brot brauchen. Burger. Hier gibt's die Burger. Ja, ich brauche immer 2 Brote pro Burger und 4 Fleisch. Das heißt, ich kann jetzt schon mal. Ja, ich kann jetzt schon mal 2. Also 8 Burger machen. Und ja, das wäre es auch erstmal. Also ich. Ja klar, ich habe hier glaube ich noch Fleisch drin rumfliegen. Das Fleisch liegt hier noch. 6. Dann kann ich noch hier 9 rohen Aufschnitt machen. Den zu verkaufen rentiert sich ja absolut nicht. Also ganz und gar nicht rentiert sich das. Nee, das nicht. Aber was ist jetzt eben hier gerade rausgegangen? Was ist da rausgegangen? Das Brot? Hatte ich das Brot da drin? Naja, ich wollte das Gehirn noch zerstören. Also, raus das Bier. Dann kann ich das gebratene Fleisch durchbrötschen. Und das sind 12. Das bedeutet, ja, das sind nochmal 3 weitere Burger. Also 3 weitere Portionen Burger. Das heißt, ich muss nochmal, ja, noch 3 mal Brot machen. Denn bei jedem Brot kommt 2 Brot raus. Man merkt schon, das ist ein richtiger Friedhofssimulator. Das merkt man daran, dass man Brot backt. Dann Teig lege ich einfach dazu. Kann ich. Goldene Burger. Sowas freut natürlich. Schon mal ein bisschen Fleisch angefahren. Das kann ich ja schon mal wieder hier reinlegen. Heute ist Montag.
Und ich brauche. Brauche wieder eine neue Kiste. Kann sie ja nicht angehen. Ja, hiervon bitte. Kiste. Hier oben ist noch Platz. Es ist eigentlich noch reichlich Platz, aber da ist auch schön viel Platz. Da kann ich jetzt mehr Arbeitsmaterialien reinlegen. Und dann später auch die ganzen fertiggestellten Dinge. Zum Beispiel ja, mehr von diesen. Ja, wir haben ja so Grabsteine und so ein Kram. Klumpatsch. Muss ich mir gleich nochmal aufschreiben, was ich da noch brauche. Ich könnte jetzt erst noch hier ein paar von denen, die hier verarbeiten. Denn soll sich ja letzten Endes nicht zu sehr stapeln. Es hat wieder Silbernuggets gegeben, aber die Silbernuggets kann ich noch nicht verarbeiten. Hat sich da schon wieder was gestapelt. Jetzt habe ich dazu schon wieder zu viele Silbernuggets in der Gegend rumsemmeln. Das heißt, schon wieder hatte ich bisher noch nie, aber schon wieder ein Stack voll. Das ist ja schon mal ganz solide. Ja, Steine. Ein Stein. Friss den Schleim. Friss mehr Schleim. Dann sind wir auch schon durch den Pudding durch. Die ganzen Steine kann ich jetzt auch hier in die Kiste bröteln. Das eignet sich sehr gut, denn es ist noch einiges zu tun, einiges zu erledigen. Für die Bude oben 15 Planken, 20 Nägel. Wie viele Nägel haben wir gerade? 2. Das lässt sich einfach herstellen. Ja. Das ist ja schnell gemacht. Und jetzt noch Planken. Davon habe ich. Oh, ich brauche 20 und. Ah, nee, ich brauche 15 und habe 18. Seile brauche ich noch ein paar. Aber das ist ja nicht so das Problem. Ich habe noch irgendwas, was ich essen möchte. Ich habe hier diese mittelmäßigen Traubenkerne. Die kommen jetzt einfach hier rein. Weißt du, jetzt wären die irgendwie wichtig. Das Fett kommt hier auch noch rein. Sonst kommt davon nichts hier rein. Ja, ein bisschen Platz im Rucksack schaffen. Hier machte man, glaube ich, die Seile. Ja. Plöpp. Seile fertig. Und ich brauche auch 5. Das sind alle, die ich brauche. Und damit wäre das Fleisch fertig. Ah ja, jetzt muss ich noch Brote backen. Ja, weißt du, dann sind die gemacht. Gibt's nichts zu meckern. Noch ein bisschen Kohle nachlegen.
Eisenbarren. Bald kann ich dann schon auf Stahl. Potenziell kann ich es jetzt schon, aber wenn wir da noch ein bisschen, ja, Energie lassen. Ich muss leider für ein Momentchen euch mal kurz allein lassen, da ich dem Rufe der Natur folgen muss. Aber das ist alles kein Problem. Ich lege die Sanduhr seitlich. Dann machen wir gleich weiter, wo wir hier aufgehört haben. Und mal sind wieder da. Nicht überraschend. Das Brot ist drin. Der nächste Tag ist Gebetstag. Sollte ich am besten ausgeschlafen sein. Bald kommt sowieso die Müdigkeit. Ich fühle mich so erfrischt. Yay. Hier schon mal zwei Burger. Brauche immer nur eine Zwiebel. Ich habe so viele Zwiebeln. Wofür kann man Zwiebeln denn noch benutzen? Hier schon mal nirgendwo. Und da kann ich gerade nicht gucken. Naja, es ist jetzt morgens. Ich habe ordentlich was an Burgern. 12 normale, also auch schon ganz gute. Und 4 super gute. Könnte ich jetzt gleich eigentlich oben in eine Kiste packen. Reumütiges Gebet. Dann kommen die Leute die ganze Zeit über zum Beichten. Ah, nee, ich mache ein ehrliches Gebet. Und, nep. Niemand in den Beichtstühlen. Ja, aber es ist doch. Oder weil es noch Nacht ist. Ja, so ein paar Sekündchen warten. Relativ leicht feststellen. Steht der olle Pope vor der Tür? Ja, steht da. Dem ich ja noch seine beschissenen Statuen machen muss. Ja, komm, dann reiß den Sermon mal runter. Noch. Kannst du schon so machen. Na, was schmeißt du da hinten rein? Kann man nicht meckern. Ach, 7 Silber. Es kann aber noch mehr werden. Leute, lasst es mehr werden. Ja, ordentlich glauben. Ich nehme mal ein bisschen Glauben raus. Denke auch noch ein bisschen Papier. Gehe zu meinem Forschungstisch. Da habe ich ja noch. Kann die Burger nicht untersuchen. Ich bin enttäuscht. Jo, das sollte erstmal reichen. Aber die Zwiebel kann ich untersuchen. Das hier. Och, das war jetzt aber ein bisschen traurig. Wie steht's mit Honig? Es gibt mir natürlich alles nur so Naturgeschiss. Ach ja, hier mein Schwert. Warum nicht? Glaube habe ich ja jetzt gerade im Moment üppig rumfliegen. Was könnte mir noch klar. Ah, hier, ich habe noch keine. Oh, nee, das, ich sehe es ja eigentlich.
So interessante Sachen kann ich mir jetzt nicht untersuchen lassen. Aber das gibt immerhin Rot und Grün. Das habe ich noch. Da geht es bei mir in der Tasche rum. Ist ja klar. Rest vom Glauben kann auch hier rüber wandern. Ist genug Platz dafür. Das finde ich ja krass. Das eine Blut nicht, aber dann tue ich das Gesundheitspuder darüber. Dafür habt ihr jetzt genug Platz. Weil noch Zeit ist. Flitze ich jetzt mal kurz hoch. Oh. Mach nochmal Burger. Also, zumindest einen. Und lege den Rest Brote hier rein. Ich würde doch echt gerne die Zwiebeln da rein. Ach, wieso Brote? Die kann ich ja essen. Hier, die Zwiebeln. Die schmeiße ich hier rein. Sonst, ne. Die, ach. Das kann ich ja nur im Winter machen. Da. Jetzt nehme ich mir die ganzen Sachen, die ich da... Überall liegt wieder Scheiße rum. Kommt ja nicht drum herum. Hier von 15. Davon 20. Und die 5 Seile, aber die habe ich schon im Gepäck. Ich nehme die kurz, nehme den kurzen Weg. Hier oben rum. Hier ist wahrscheinlich auch wieder alles fertig gewachsen. Ugh. Man hat einfach nicht genug Zeit. Hinten sind ja noch diese Wachen nachts, die man auch irgendwie ablenken kann. Ach nein. Dann wieder zurück. Und man rennt, rennt, rennt sich die Beine in den Bauch. Eine Zombie, der pendelt auch nur noch hier hin und her. Pulsplanken. So viele brauchst. Ich sie. Ja, die könnte ich eigentlich auch drüben hinlegen. Ach, jetzt. Morgen ist der hotte Ische in der Kneipe tags, ne? Ich wollte noch rausfinden, wie man den Superdünger machen kann. Superdünger! Fehlt es mir natürlich schon stark am Over. Der das kurze mich im Wiki nachgucken könnte. Okay, so ist das also.
die ganzen billigen, also schlechteren Burger. Ja, kann ich mir die hier unten an die Leiste legen. Machen Burger denn nochmal. Ruhige Hand verringert die Chance auf einen Fehler. Fehler. Was macht denn man einen Fehler? Ah, jo. Die besseren, die schmeiße ich dann, also die besseren Traubenkerne. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, die anderen Burger, die kann ich mehr reinfahren. Jetzt muss ich noch Bier machen lernen. Na, dann gucke ich doch. Einmal flott hier rein. Das ist nicht bei Fleischfiesta. Landwirtschaft und Natur könnte es sein. Ja, da ist die Brauerei. Da macht man das Bier. Dann lernen wir das doch. Dafür brauche ich einen Brauplatz. Frag mich, ob der draußen hinkommt. Okay. Wieso? Wieso ist das bei Verdauung? Das ist ja weird. Na, ah, kommt vor. Wieder fertig. Graphit. Ich habe vergessen, wo Graphit herkommt. Aber ich mache mir mal hier ein paar Stahlbarren. Butter da mal ordentlich durch. Traubenkerne habe ich jetzt hier drüben keine. Doch. Krasser Scheiß. Aber ja, stimmt. Eigentlich kann ich das hier. Und wie viele Felder habe ich da oben? Wenn ich da oben 5 Felder habe, dann kann ich da jetzt mit den 20 Goldkernen alle anpflanzen. Geh mal gucken. Heute ist ja sowieso kein so wichtiger Tag. Dann muss ich gleich noch nach dem Brauplatz gucken. Ja. Also ich habe jetzt. Zwei, so viele gute Trauben. Ich frage mich, ob der Brauplatz im Keller ist oder ob der hier oben draußen ist. Rankenpresse. Hier ist er schon mal nicht. Ist er vielleicht beim Garten? Nein. Wie viele Zwiebeln will ich eigentlich noch herstellen? Das ist ja Wahnsinn. Hier drin kann ich sowieso nichts machen. Könnte sehr gut im Keller sein. Brauplatz, ja. 25 Steine, 4 einfache Eisenstücke habe ich. Lagere ich den Schmuggens noch hier unten ein. Die nicht so guten Trauben, die kann ich ja für hier oben so Blaubeer, also die anderen Kuchen benutzen. Ein Eimer mit super Traubensaft.
Eimer muss ich. Eimer Scheißtrauben muss ich hier noch reinschmeißen. Ah ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Naja, 15 Steine und 15 Steine und Eisenteile hier. Ich glaube, davon brauche ich 4. Mache ich lieber nochmal einen Satz. Fress mich derweil hier durch meine Torten. 24 Steine. Wenn ich den ganzen Kack-Stack mitgenommen hätte. Kann man Sachen so drehen? Nee. Aber ich kann dann einfach. Ach ja, ich will das aber gar nicht da hinstellen. Doch, mach ich mal. Da kommt das Bier her. Da kommt das Bier her. Okay, jetzt brauche ich Hopfen. Wasser habe ich oben ja ohne Ende. Aber Hopfen. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Wo kriege ich Hopfen? Hopfensaat her. Oh, ich würde vermuten, in diesem einen lästigen Händler da. Noch ist es nicht so spät. Noch kann ich das ausprobieren. Zu kaufen. Natürlich auch vom Zombie machen. Lauf! Ich kann nämlich gar nicht so unglaublich viele Zwiebeln überhaupt verbrauchen, wie der mir hier die ganze Zeit an den Kopf klatscht, der Zombie da unten. Jeden Durchgang 24 Zwiebeln. Wo kommen wir denn da hin? Auch noch reichlich Getreide brauchen. Aber das ist ja machbar. Das ist ja machbar. Handeln. Opfern. Dann dürfte hier irgendwo Kürbis, Linsen, Zwiebeln. Er hat das nicht. Das ist ja blöd. Muss ich morgen beim Händler gucken? Vielleicht hat der Hopfensaat. Sollte ja kein allzu großes Problem sein. Da ist die Sanduhr auch einmal durchgelaufen. Und ihr wisst alle, was das heißt. Wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, pflücke ich die Beeren, pflücke die Äpfel, gehe hier hinein. Okay, das war das Ende dieser kleinen Folge. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kleinen Pause.